Ja, hallo, Florian Weimann von Peak & Peak ist heute bei uns im Haus. Hi Florian, Hi. schön, dass du gekommen bist. Wir wollten nochmal über EchoBot sprechen, warum ihr euch für das Tool entschieden habt und was auch so zum einen mal die Grundidee dahinter war und auch was für Nutzen ihr jetzt daraus ziehen konntet. Kannst du vielleicht einfach nochmal zusammengefasst sagen, was so die Grundidee erstmal war? Warum habt ihr euch für EchoBot entschieden? Ja, klar, natürlich. Wir sind als Firma natürlich am Wachsen. Das heißt, wir wachsen auch im Vertrieb, wir wachsen mit unseren Kunden. Und naja, was wir dafür brauchen, sind natürlich auch irgendwo Kunden- und Firmendaten. Und da muss man einfach sagen, dass wir in Deutschland ja fast schon ein Entwicklungsland sind, wenn es darum geht. Wenn ich dann rüberschaue in die Staaten, haben die Kollegen da ganz andere Möglichkeiten. Und es gibt zu EchoBot einfach nicht viele Alternativen. Wir haben da ein bisschen was probiert, sind damit oft irgendwo auf die Füße gefallen und haben jetzt mit EchoBot ein Tool, womit wir richtig glücklich sind, wenn es darum geht, Kunden zu recherchieren, wenn es darum geht, unsere Bestandskunden weiter auszubauen, wenn es einfach um eine Firmendatenbank geht, die verlässlich ist und die uns hilft, mehr Transparenz im Markt zu erlangen. Okay, danke für die Zusammenfassung. Freut mich auch, dass ihr es so gut einsetzen könnt. Ihr habt jetzt zwei Tools von uns im Einsatz, zum einen mal Target und Connect. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, was ihr jetzt mit welchem Tool genau tut. Klar. Für uns ist wichtig, erstmal zu verstehen, wo gibt es denn in Deutschland eigentlich Potenziale? Und da hilft uns Target. Es ist die klassische Firmendatenbank, die uns zeigt, wo gibt es wie viele Firmen in verschiedenen Branchen, wie groß sind die Firmen eigentlich, welche dieser Firmen passt eigentlich zu uns und außerdem auch, wie unsere eigene Firmendatenbank denn gepflegt ist. Also sind das überhaupt die aktuellen Datensätze, die wir da haben? Dafür nutzen wir Target, um da einmal abzugleichen, wo sind wir noch nicht unterwegs, wo können wir vielleicht nochmal ein bisschen mehr Gas geben, wo haben wir vielleicht noch ein paar White Spots, wo wir reingehen können. Und wenn wir dann diese Firmen identifiziert haben, dann arbeiten wir in der Regel mit Connect weiter. Connect hilft uns dann, diese Firmen stärker auszuleuchten. Wir verstehen, wer sind eigentlich unsere Ansprechpartner. Wir verstehen, was passiert eigentlich in diesen Firmen. Wie sieht es finanziell und bilanziell in diesen Firmen aus? Und was ich eine super starke Funktion finde, ist das ganze Thema Signal. Das hilft uns zu verstehen, wann ist der richtige Zeitpunkt, mit einer Firma zu interagieren. Das hilft uns zu verstehen, wann und mit welcher Message können wir auf die Firma zugehen. Das sind alles Sachen, die gibt es vorher irgendwie nur mit sehr viel manueller Arbeit. Na, da mussten wir uns irgendwo in Xing was raussuchen, in verschiedenen Newsportalen. Und hier haben wir alles auf einen Blick, was uns eine Menge Zeit spart, was uns eine Menge Effizienz ins Haus bringt, was für eine Firma wie uns, die im Wachstum ist, die irgendwo auch Ressourcen hat, die natürlich begrenzt sind, super wichtig ist. Verstehe. Und der Workflow, wie ihr das Ganze dann eingebunden habt, ist, dass ihr Firmen-Target identifiziert und dann über Connect nochmal prüft. Wie findet dann die Ansprache genau statt bei euch? Auf verschiedenen Wegen. Meistens ist es irgendwo eine persönliche Ansprache. Wir arbeiten mit Salesforce und da lässt sich EchoBot auch sehr schön integrieren. Das heißt, das ist irgendwo aligned und wir haben da einfach keine Systembrüche mehr. Nicht mehr ewig lange CSV-Dateien oder Excel-Listen, wo wir uns irgendwo abgleichen müssen, wen können wir da ansprechen. Und wenn wir dann da jemanden identifiziert haben, der für uns wichtig ist, wo es auch ein Signal gibt, dass wir den jetzt ansprechen können, dann ist es meistens der persönliche Kontakt. Da geht nämlich viel in unserer Branche eben durch diese persönliche Beziehung, so ein Massenmailing macht für uns nicht so viel Sinn. Okay, verstehe ich. Super. Cool, ja, also vielen Dank. Ja, ich danke dir. Dann würde es mich noch einmal genauer interessieren, was genau eure Suchkriterien sind. Also was gebt ihr in Target ein? Wonach möchtet ihr spezifisch filtern? Klar, also als Technologieberatung, die sich auf Branchen fokussiert, ist für uns natürlich wichtig, da auch die passenden Firmen zu suchen. Und da bietet einfach das Verzeichnis des Statistischen Bundesamtes zum Beispiel kombiniert mit einer Stichwortsuche eine wahnsinnig schöne Möglichkeit, da in die Firmen einzusteigen und die Firmen zu finden, die für einen auch wirklich relevant sind. Das heißt, zum Beispiel sind wir sehr viel unterwegs im Bereich der Konsumgüterfirmen, sehr viel im Bereich von produzierendem Gewerbe, da aber auch nur sehr spezielle Firmen, Nahrungsmittelfirmen zum Beispiel. Und das lässt sich über so eine Keyword-Suche kombiniert mit der Nomenklatur des Statistischen Bundesamtes hervorragend abbilden. Und wenn wir da was identifiziert haben, lässt sich das sehr schön bei uns im Team auch verteilen, durch diese Zuordnungsfunktion. So arbeiten wir in der Regel mit dem Tool. Okay. Nutzt ihr da noch spezielle Signale schon zur Filterung nach den Firmen oder werden die erst relevant, wenn ihr die Firmen schon identifiziert habt und dann passenden Gesprächseinstieg sucht?
Ja, also was Signale angeht, sind wir natürlich immer noch dabei zu lernen, haben da aber natürlich schon so ein paar Use Cases gefunden, die für uns passen. Also was, wovon ich ein großer Fan bin, ist ein Signal der Expansion, ja, weil Expansion bedeutet natürlich immer, dass auch in Infrastruktur investiert werden muss. Und das ist was wir dann besonders nochmal herausstellen, als einer der Beispiele. Die anderen Beispiele, dass wir vielleicht irgendwo auf Social Media unterwegs sind und da nochmal irgendwo Kampagnen fahren in Form von Gewinnspielen, das ist für uns auch relevant, weil wir dann wissen, da kümmert sich eine Firma um ihre Endkunden, da ist für uns auch nochmal potenziell ein Einstiegspunkt. Ne? Also das kannst du spielen, wie du willst und wir sind da sehr kreativ in der Herangehensweise. Okay, braucht ja auch so ein bisschen eigenen Input einfach, den man dann dem Tool gibt, um dann das Passende zu finden, was man braucht. Okay. Wenn du jetzt sagst, Expansion ist ein Thema, geht es auch Richtung Auslandsexpansionen oder eher Firmen wachsen innerhalb von Deutschland oder im Dachraum? Ganz unterschiedlich. Also was ich ein starkes Signal finde, ist zum Beispiel, dass es irgendwo ein Umsatzwachstum gab. Das kann passieren im Ausland, das kann passieren im Dachraum. Da gibt es ja verschiedene Nachrichtenmeldungen, die einem da angezeigt werden und Signale. Und je nach Use Case können wir da entsprechend mit den Firmen interagieren. Okay, sehr gut. Gut, dann vielen Dank nochmal für dein Feedback und die Einblicke auch in euren Arbeitsprozess und was ihr genau damit machen möchtet. Unterstützt dann natürlich auch gerne weiterhin und denkt, dann sind wir doch weiterhin gemeinsam erfolgreich. Klar, vielen Dank für das Tool erstmal und für das gute Onboarding. Macht Spaß mit euch. Gerne, freut mich immer zu hören.